dachte, hier geht es wieder in Flammen auf. Okay, hier geht man nicht gleich in Flammen auf. Man stirbt nicht sofort. Macht nichts, dann stirbt man halt in 5 Sekunden. Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Geht ja mal gar nicht. Oh no. Macht echt keinen Spaß. Sag das mal besser nicht. Hallo liebe Amiga-Fans und Retro-Gaming-Maniacs. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Zock mal wieder mit Tomaniac. It's Amiga-Time. Heute schaue ich mir das Spiel Yolanda an. Wie immer, oder so wie fast immer, weiß ich nicht, was das für ein Game ist. Beautiful Princess Yolanda has offended the goddess Hera. Jealous of Yolanda's beauty, Hera has placed a curse upon the... Okay. Hat einen Fluch auf Yolanda runtergelassen und jetzt ist sie wahrscheinlich eine hässliche Kröte. So, sieht aus wie ein Jump and Run irgendwie. Ich habe keine Ahnung, denn ich press 1 für einen Player, press T for the Trainer. Na, 1 für einen Player. Up for Wimp Mode, press Fire for Hero Mode or Down for Legend Mode. Up. Ich bin der blutige Anfänger, ne? Story scheint irgendwie so im antiken Griechenland oder so zu spielen. Herkules, reach the land of the Amazon. Und so weiter. Ach du Scheiße, so sieht das hier aus. What? Nochmal. Aha, bleibst du länger als 3 Sekunden da stehen, dann stirbst du. Okay. Kann ich mit Knopfdruck springen? Kann ich. Boah, was ist das denn für ein Fuck? Wo muss ich denn überhaupt hin? Was ist das denn für eine Scheiße? Wo kann ich denn hinspringen? Kann ich auf die Kackvögel springen? Nee, das war mir schon klar. Your score was 0. Which is too low. For you to gain a place on the high score table. Ach was, wäre ich nie drauf gekommen. Ja, Yolanda stirbt einen traurigen Tod. Ja, vielleicht hätte ich mir das doch mal genauer durchlesen sollen. Nicht der Rede wert, oder? Press Fire to continue. Jetzt sieht das wieder anders aus. Aha. Was war das? Also hast du ungefähr 5 Sekunden Zeit, um die Plattform zu... Wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich von links nach rechts durchs Bild kommen? Nein, ich dachte, der Kackvogel ist wie ein Fahrstuhl und bringt mich nach oben. Verdammte Axt. Ja, nee. Ist auch überhaupt nicht unschaffbar. Ich habe hier wieder was rausgesucht. Du. Meine Fresse, ich habe ein Talent dafür, in die Scheiße zu greifen, oder? Aber das gehört einfach zu meinem Kanal und ich sage mir mal, scheiß Games machen, lustige Videos, weil ich mich ja immer so herrlich aufrege dabei, ne? Ich lasse meinen Gefühlen freien Lauf. Fuck. 0 Punkte. Also Ziel ist, mehr als 0 Punkte zu kriegen. Oh, ob das überhaupt möglich ist, da habe ich mir was in den Kopf gesetzt. Oh. Jetzt ist da eine Tür. Muss man da rein? What the fuck? Was zum Teufel? Wann wird denn da eine Tür... Was? Wann wird denn da eine Tür draus? Nee, ist klar. Das war doch so klar, dass das so nicht klappt. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? What in the world is that?
Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht zu programmieren? Was? Nee, ist klar. So, drauf tot, ne? War doch rein, das musste so sein. Das gehört so. Ja, sag mal, ihr verarscht mich doch. Ja, und dann, sag mal, ja, die Story da oben, die hat mal überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich hier unten machen muss. Ich kann nicht einfach abhauen, ne? Null Punkte schon wieder. Ja, wie macht man denn das? Ja, da steht wirklich nichts Hilfreiches. Ja, nee, ist klar. Sag mal. Was? Ja, nee. Also, wenn man sich zu Tode quälen will, dann sollte man dieses... Naja. Ah, es geht darum, diese Äpfel zu holen und heile wieder zurückzukommen. Das Problem ist bloß... Ich dachte, hier gehst du wieder in Flammen auf. Okay. Hier geht man nicht gleich in Flammen auf. Man stirbt nicht sofort. Mach nichts, dann stirbt man halt in 5 Sekunden. Boah, Kacke! Ich geb's auf. Was für ein Scheiß. Na, also in letzter Zeit erwische ich immer so tolle Geschichten, ne? Yolanda auf dem Amiga. Spart's euch, Leute. Wenn ihr nicht total gefrustet sein wollt, dann spart's euch einfach. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt euch königlich amüsiert, wie ich hier abfaile. Ich sag mal, Sinn und Zweck meiner Videos ist ja auch, euch zu unterhalten, und ich hoffe, das ist mir hier gelungen. Und wenn es euch gefallen haben sollte, dann dürft ihr das gerne honorieren mit einem Däumchen nach oben. Ansonsten dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren, denn auch ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal die 1000er-Marke knacke, und das geht nur mit eurer Hilfe. Bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video, was auch immer da kommen mag. Macht's gut, ihr Lieben, euer Tomaniac. Was für ein Scheiß ist denn das bitte? Ich habe wieder einen Glücksgriff.